Sie sollte sich mal Gedanken machen, dass sie nicht das Gleiche anziehen soll wie die Nachbarin, dass sie mal individuell versucht zu sein und nicht so irgendeinem Trend blind hinterherläuft, sondern dass sie sich wirklich im Handel umschaut und auch mal was entdeckt, was neu ist, was noch kein anderer hat. Ich finde, da hat sie erstens mehr Spaß am Kaufen und mehr Spaß am Tragen. Und die Frau, die nur die Schnäppchen anzieht, ist meistens nicht stolz auf das Kleid. Sie ist nur stolz auf den Preis. Und das vergeht mit der Zeit. Ich würde lieber drei Sachen weniger kaufen, und die aber so, wie ich es haben will, dann bezahle ich etwas mehr, anstelle irgendwelche Sachen kaufen, die ich eigentlich gar nicht so furchtbar mag, aber ich sie nur kaufe, weil sie gerade mal billig sind. Die sind nämlich die Toten, die nachher im Schrank hängen. Die hängen da, täuschen den Schrank als voll vor und werden de facto gar nicht angezogen. Und dann kann man die auch eigentlich aus dem Schrank rausnehmen und wieder ein paar neue reintun, die man auch liebt. Ich glaube, dass das Attribut Sport für Mode ein ganz wichtiges im Marketing ist. Wie die einzelnen Firmen das machen, ob es jetzt Prada Sport gibt, die etwas sportlichere Oberbekleidung herstellen, oder Adidas, die eben mit Yamamoto eine Kollektion herstellen. Sie wollen aber alle an die Modekunden und nicht an die Active Sportkunden. Und das ist ein ganz wichtiger Begriff im Marketing, das Attribut Sport. Passt eigentlich überall hin. Man macht ja auch Sportautos, die ja auch mit Sport nichts zu tun haben. Die zeichnen sich einfach aus, dass sie vielleicht nur zwei Plätze haben und dass man das Dach aufmachen kann, aber ansonsten sind das einfach Autos. Und so gibt es auch Sportmode, wo man die ganze Golfmode ist ja eigentlich eine Sportmode, die man auf der Straße tragen kann. Unsere Firmen wie Chiemsee haben es ja geschafft, dass Surfmode in der Schule getragen wurde. Und dann waren die Schüler natürlich glücklich und konnten sagen, also wir sind sportlich und wir demonstrieren das auch durch unsere Kleidung. Und das wird eine große Wichtigkeit bekommen, dieses Thema. Noch mehr, als es heute schon ist. Da gab eigentlich die schlechte wirtschaftliche Situation kaum eine Möglichkeit zur Preiserhöhung. In der Mode ist es ja ohnehin sehr schwer vergleichbar, wie die Preise sind, weil die Artikel ja immer verschieden sind. Ich meine, wenn ich mir eine Büchse Milch kaufe, dann weiß ich, wie viel die vorher gekostet hat, dann ist die gleiche Büchse Milch, aber das gibt es in der Mode nicht. Insofern ist das schwierig auszurechnen, aber nach dem, was die Verbände sagen, auch die Einzelhandelsverbände und die Verbraucherverbände, hat die Mode sich einfach relativ gut aus der Affäre gezogen und haben keine großen Preiserhöhungen vorgenommen, außer denen, die sie ohnehin hätten vornehmen müssen. Sie sollten versuchen, in ihrem Marketing ihre Kunden mit einzuschließen. Sie sollten ein vertikales Marketing versuchen mit dem mittelständischen Einzelhandel. Weil dann kann der Einzelhandel überleben und dann können Sie auf eine relativ kostenschonende Art direkt mit dem Verbraucher in Kommunikation treten, was immer mehr gewünscht ist. Die großen, sei es die großen Einzelhandelsketten oder auch die großen Vertikalen, die haben genug Geld, um den Verbraucher anzusprechen, direkt über die Medien oder auch mit Direct Mails. Aber die kleinen Hersteller oder die mittleren Hersteller und die mittleren Einzelhändler haben das nicht. Und die müssen zusammenarbeiten, um auch an den Verbraucher zu gehen. Und dann glaube ich, dass die Rückkehr zu den Multi-Label-Geschäften, also wo man sich aus verschiedenen Kollektionen was aussuchen kann, die wird sich dann noch beschleunigen, weil der Kunde möchte auch nicht so manövriert werden. Der möchte es selber entscheiden. Er ist sehr gut instruiert durch die Medien, was läuft in Mode. Und er möchte dann in einem Geschäft selber entscheiden, was er anziehen will. Und nicht von einer
Monomarke erdrückt werden und sagen, hier, das ist es und das musst du jetzt kaufen.